Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um das neue Buch von Rose Bloom gehen und zwar ist dieses Second Chance und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie ihr wisst, habe ich schon öfters Bücher von Rose gelesen und Rose schreibt ja ganz, ganz tolle, süße, niedliche Liebesgeschichten mit ein bisschen Erotik auch immer mit drin und Rose hat mich gefragt, ob ich ihr neues Buch Second Chance vorab schon mitlesen möchte, dass ich es euch pünktlich zum Erscheinungstermin heute auch präsentieren kann und ich habe natürlich sofort ja gesagt, denn wie gesagt, Rose schreibt einfach ganz, ganz tolle, niedliche, süße Liebesgeschichten und es macht immer Spaß, ihre Bücher zu lesen. Und so ging es mir auch mit Second Chance und ich erkläre euch jetzt aber erstmal, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In Second Chance geht es um Tanner und Cassandra und die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Cassandra in einer eher wohlhabenden Familie aufwächst, kennt Tanner leider nichts anderes als einen prügelnden Pflegevater. Und doch fühlen die beiden sich zueinander hingezogen. Denn Cassandra bringt Licht in Tanners Dunkelheit. Und er hat aber das Gefühl, er tut sie immer mehr mit in seine Dunkelheit hinabziehen. Und deswegen trifft er eine folgenschwere Entscheidung und verlässt Cassandra. 7 Jahre später treffen die beiden sich wieder und dieses Wiedersehen ist kein Zufall, denn Tanner hat Cassandra nie vergessen. Für ihn ist sie ihre große Liebe und er hat in den letzten 7 Jahren alles getan, um der Mann zu werden, den Cassandra auch verdient hat. Und womit Tanner allerdings nicht gerechnet hätte, ist Cassandra, denn auch sie hat sich verändert in den letzten 7 Jahren und sie ist nicht mehr das fröhliche, lebensfrohe Mädchen, das er einst kannte, sondern sie ist eine knallharte Businessfrau geworden. Sie ist kühl, sie ist distanziert und sie zeigt keinerlei Gefühle. Und Tanner stellt sich natürlich die Frage, ob er überhaupt einen Weg finden wird, zu Cassandra durchzudringen und ob er überhaupt die Möglichkeit einer zweiten Chance bekommt. Und das ist es, worum es in diesem Buch auch schlussendlich geht. Also es geht halt um eine wiedergefundene Liebe und um die Menschen, die sich verändert haben und ob es halt möglich ist, an die Vergangenheit auch wieder anzuknüpfen. Und das ist halt, wie gesagt, worum es im Großen und Ganzen in diesem Buch geht. Was die Handlung betraf, kann ich ja sagen, dass mir das Buch im Großen und Ganzen wirklich gut gefallen hat. Auch wenn das eine Handlung ist, die ich in einer abgewandelten Art und Weise auch schon hier und da mal mitgelesen habe. Also ich muss sagen, dass die Handlung für mich vom Grundprinzip her nichts Neues war, aber Rose erzählt es halt auf ihre ganz eigene Art und Weise und das finde ich, hat sie sehr, sehr toll gemacht. Also mir hat die Geschichte und der Verlauf der Geschichte wirklich gut gefallen. Ich fand, zum Ende hin war es streckenweise vielleicht ein bisschen viel für mich persönlich. Ich finde, da hätte man so ein bisschen auch aus der Geschichte das wieder mit rausnehmen können, aber ich verstehe, warum sie das gemacht hat in der Geschichte am Ende. Und ja, wie gesagt, für mich persönlich war das halt zum Ende hin einfach so ein bisschen viel, was aber nicht absolut dramatisch war. Ansonsten, was den Verlauf, wie gesagt, betraf, fand ich sehr, sehr gut. Wir haben hier immer wieder Zeitsprünge in der Geschichte. Also wir lesen im Prinzip das heute und haben aber immer wieder Rückblenden in die Vergangenheit zu Cassandra und auch zu Tanner. Und ich finde, das hat die Geschichte so richtig schön komplementiert. Das hat das Ganze rund gemacht, weil man sieht, was in der Vergangenheit zwischen den beiden gewesen ist, was schiefgelaufen ist zwischen den beiden. Und man kann besser nachvollziehen, was halt mit Cassandra gerade passiert ist, weil sie sich ja wirklich sehr, sehr verändert hat in den 7 Jahren, wo die beiden sich nicht gesehen haben. Was mir allerdings so ein bisschen gefehlt hat in der Geschichte, war so ein bisschen der Punkt von Cassandra aus, warum sie jetzt so ist, wie sie ist. Also es wurde angedeutet und sie hat es auch mal in 1, 2 Sätzen erzählt, was mit ihr passiert ist. Aber es wurde halt nicht so richtig thematisiert und das hat mir so ein Stück weit so ein bisschen gefehlt. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht in die Richtung, weil das für mich das Ganze noch ein bisschen runder einfach gemacht hätte. Es ist absolut nicht schlimm, dass das nicht so ist, aber es hätte für mich das Ganze einmal noch ein bisschen runder gemacht. Und ich kann jetzt leider nicht sagen, um was es genau geht, sonst würde ich euch spoilern. Aber das war halt so ein Punkt, wo ich sage, das hätte für mich das Ganze so ein bisschen noch perfekter gemacht, sag ich einfach mal. Ansonsten, wie gesagt, Handlung und Verlauf hat mir gut gefallen. Was die Charaktere betraf, kann ich auch nur sagen, dass die mir auch gut gefallen haben. Ich fand Cassandra gut, ich fand es gut, wie sie sich verändert hat, ich fand es gut, wie sie sich in der Geschichte dann auch wieder entwickelt hat. Genauso geht es mir mit Tanner. Wobei ich sagen muss, dass ich finde, dass Tanner sich gar nicht so viel verändert und entwickelt hat, denn er war schon immer von Grund auf eigentlich ein guter, fürsorglicher Mensch und er hat sich diesen Wesenszug auf jeden Fall auch beibehalten. Er ist halt natürlich erwachsener geworden und reifer geworden, aber vom Grundwesenszug her war er trotzdem derselbe und das hat mir auch gut gefallen. Was die Nebencharaktere betraf, kann ich auch nur sagen, dass die super in die Geschichte gepasst haben. Es gibt in dieser Geschichte 2 Nebencharaktere und zwar sind das die Brüder von Tanner. Ich finde, die beiden sind auch sehr interessante Charaktere. Und mich würde es auf jeden Fall auch interessieren, was bei den beiden so da dahinter steht. Was die Nebencharaktere betrifft, kann ich nur sagen, hat es mir gut gefallen. Vom Setting her hat mir das Ganze auch gut gefallen. Wir befinden uns hier wieder in New York und ihr wisst, ich liebe New York als Setting. Jeder Autor, der mir ein Buch
gibt, wo New York als Setting drin ist. Der hat schon mal bei mir 100 Pluspunkte. Und ja, auf jeden Fall vom Setting her hat es mir gut gefallen. Ich mochte die Beschreibung, ich mochte die Umschreibung, ich mochte die Orte, die Rose hier uns gezeigt hat. Also gerade die Bar von Tanner oder auch Tanners Haus, das habe ich mir sehr, sehr gut vorstellen können. Aber auch das Apartment von Cassandra mit seiner Kühle und Unpersönlichkeit konnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Also was die Szenenbeschreibungen und Umschreibungen und das Setting betraf, hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Da kann ich mich nicht beschweren, da hatte ich keinerlei Probleme, mir irgendwas vorzustellen. Was den Schreibstil von Rose betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Rose hat ja einen lockeren, leichten Schreibstil, passend so für Liebesromane. Also das ist nichts Kompliziertes oder Verqueres. Und ja, sie schreibt auch romantisch teilweise und sie schreibt streckenweise aber auch knallhart auf den Punkt. Das kommt halt drauf an, aus wessen Sichtweise man halt gerade liest. Natürlich verhält sich Tanner in seiner Art und Weise ganz, ganz anders wie Cassandra. Und das hat Rose auch super hingekriegt, das zu unterscheiden. Dass man auch immer wusste, gerade wen man liest. Ich meine, es steht bei den Kapiteln immer noch mal oben drüber. Aber man hatte halt auch so keine Probleme, das zu erkennen, dass das jetzt gerade Cassandra ist oder dass das jetzt gerade Tanner ist. Also Rose hat da diese Eigenheiten super rausdefinieren können für mich, was die Charaktere auch betraf. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also ich kann mich, was das betrifft, nicht beschweren. Second Chance ist wirklich eine tolle, süße, niedliche Liebesgeschichte, wieder so für zwischendurch. Ich muss ehrlicherweise sagen, es ist kein Buch, was mich extrem tief berührt hat jetzt. Es ist einfach für mich eine süße, lockere Liebesgeschichte gewesen, die ich super zwischendurch mitlesen kann. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Und wenn ihr solche Liebesgeschichten mögt, schaut es euch einfach mit an. Das war meine kurze Buchvorstellung zu Second Chance von Rose Bloom. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu sagen. Also ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.